So, meine lieben Freunde, und willkommen beim zweiten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Ich muss nochmal gucken, dass die Lautstärke ein bisschen angepasst wird. So sollte das gut sein. Okay, tipptopp. So. Gut, wir waren hier in dem Raum gewesen. Wir haben unseren Brenner in der Hand und diese zwei Leichen und einen kaputten, defekten Droiden. Gut. Schauen wir doch mal hier. Was haben wir hier? Eine... Okay. Das wäre... Habe ich es genommen? Ja. Okay. Ein Schwert haben wir. Da gibt es nichts zu holen. Erstmal schauen, was ich hier alles holen kann. Eine Tür. Notverriegelung aktiviert. Ja, magnetisch verriegelt. Offenbar muss sie von einer anderen Seite manuell geöffnet werden. Okay. Dann schauen wir uns den Droiden mal an. Droiden Aufprallpanzer Mark 1. Nehmen wir doch mit, oder? Ja. Gut, weiter geht's. Okay. Ortest du einen Gegner, wird das Spiel unterbrochen. Und es erscheint ein rotes Aus mit dem Maus. Kannst du Feinde auswählen? Okay. Okay. Also, jetzt kann ich einen Feind auswählen. Jetzt wird das Spiel kurz unterbrochen. Jetzt kann ich in aller Ruhe meine Angriffe auswählen. Da habe ich noch nichts. Oh, ich hätte natürlich... Geht das noch? Ja, oder? Die Vipro-Klinge noch ausrüsten. Wo haben wir denn nochmal... Ah, natürlich hier. Die Vipro-Klinge. Tun wir mal die Waffe weg und die Vipro-Klinge in die Hand nehmen. So, schließen. Tipptopp. Siehst du einen Gegner? Wähle mit einem linken Kampfmodus. So aktivieren. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah, jetzt sieht es schon mal anders aus. Während eines Kampfes kannst du über das Ziel und das Aktionsmenü in jeder Runde... Gegenstände, Talente und Mächte aktivieren. Ah, es ist so ein bisschen rundenbasiert. Okay. Ah ja, stimmt. Gut. Hier unten... Also jetzt sagen wir, ich nehme... Ausschalten. Starker Angriff. Unruhe. Machen wir mal so. Ausschalten. Okay. Ah, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Tipptopp. Gut. Okay. Schauen wir doch mal, was der hier zu bieten hat. Ja, gut. Ich bin nicht so der Blaster-Typ. Gut. Ah, ich wollte nochmal schnell was nachgucken. Bei... Soundgrafik und Feedback-Spiel. Bei der Tastenbelegung, wo haben wir die denn? Spiel. Maus in Tastenzuweisung. Spiel. Laufen gehen mit B, nächstes wählen. Spielmenü, umsehen, freie Sicht. Rückwärts. Ja, okay, dann werde ich... Ja, das ist mir zu viel. Ich wollte eigentlich die Tasten finden für Waffe wegstecken. Da gibt es sicher was. Also... dass er die Waffe nicht mehr die ganze Zeit in der Hand hält. Aber okay. Die nächsten Gegner kommen. Los geht's. Bam. Ja. Also wie es aussieht, sind hier wahrscheinlich wirklich nicht mehr viele Überlebende. Alles nur noch so Droiden. Meine Leben sehe ich hier unten rechts. Oh, was habe ich denn hier so? Spiel unterbrechen. Okay. Und Waffe wechseln. Ah. Ah, gut, okay. Ich habe ja natürlich nur diese eine. Aha. Was bringt mir das überhaupt? Keine Ahnung. Notluke. Das ist der Ausgang, aber er ist versiegelt. Okay. Seltsam. In meinen Visionen war er offen. Keine Ahnung, was du brauchst. Finde einen Weg, die Luke zu öffnen. Kreia?
Hier ist alles ruhig. Angesichts der Umstände ist es seltsam, dass sich die Notluke nicht geöffnet hat. Mit einem Zugangsterminal lässt sie sich vielleicht öffnen. Na dann, haben wir unsere nächste Aufgabe. Finde das Zugangsterminal. Sicherheitsschalter machen wir gleich. Erstmal schon mal hier. Sicherheitsüberbrücker. Ja, den brauchen wir aber doch wahrscheinlich. Ah. Auf geht's. Gut. Okay. So. Zerbrochener Gegenstand und Ionengranate. Schauen wir mal kurz nochmal in dem. Wo können wir denn unsere Granaten ausrüsten? Was ist eigentlich jetzt? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. So, spaßeshalber. Ja, ist ja cool. Okay, okay. Jetzt weiß ich, was der Mod ist. Okay. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Okay, ich würde das gern ausziehen. Ah, nee. Hier. So. Nein. Nochmal. So, so, so. Okay, jetzt aber nochmal diese Ionengranate. Wo kann ich die denn? Inventar. Ionengranate. Diese Gegenstand kann nicht benutzt oder ausgewählt werden. Okay. Okay. Dann halt nicht. Ja, ich weiß, die Tür. Das Terminal, genau. Schauen wir doch mal. Pegasus Sicherheitssystem. Notverriegelung, Befehl, Hauptkonsole, Sicherheitsaufzeichnung überprüfen. Zugriff auf Remote-Kamerasteuerung. Was ist das? Ist das Ding an? Okay, alle Mann mal herhören. Vor allem du, Korter. Sperrt eure Lauscher auf, ich sag das nur einmal. Sollte noch einmal einer von euch Vollidioten versuchen, einen Blaster oder eine Granate in meine Einrichtung zu schmuggeln, kriegt er es mit mir zu tun. Warum? Weil Peragian-Treibstoff bei hohen Temperaturen explodiert. So wurde dieser Brocken aus Peragus 2 rausgesprengt, aus dem das Asteroidenfeld entstanden ist. Wenn ich also irgendjemanden mit etwas anderem als Schallminen oder Bohrlasern erwische, lasse ich euch alle feuern. Over and out. Okay. Ja, das sind einfach so wahrscheinlich so Aufnahmen. Bringt uns Zugriff auf die Remote-Kamera-Steuerung. Ja. Gut, okay. Das sind einfach nur Aufnahmen wahrscheinlich und nichts Besonderes. Ich nehme an, dass wir da nicht wirklich viel was machen können. So, die geht auf wenigstens. Seid vorsichtig. Im Raum nebenan ist viel Energie. Allerdings nicht von einem lebenden Wesen. Spürt ihr Cryer, sie nicht? War? Fühlt. Achtet nicht auf eure Augen. Achtet nicht auf das, was ihr seht. Nutzt eure Wahrnehmung. Also wieder Droiden. Ah, ihr könnt sie doch fühlen. Die Droiden nehmt ihr nicht wahr. Aber die leichten Energieschwankungen, die könnt ihr fühlen. Ihr Echo. Mit Kreyas Hilfe hast du die passive Fähigkeit Vorahnung erworben. Wenn diese Fähigkeit aktiviert wird, solltest du das Spiel speichern. Okay. Okay. Ah, das bedeutet wahrscheinlich, dass, sag schon, schwierigere Gegner auf mich warten. Dann speichern wir doch mal schnell. Spiel speichern. Und speichern. Gut. Das packen wir. Ah, hier haben wir auch die Granate. Ausschalten. Und los. Ah, nee. Das wollte ich nicht. Und los. Ah, ihr hört es. Schwach. Aber es ist da. Ja, die quasselt, während ich hier beschossen werde.
Was geschieht mit mir? Ich fühle mich seltsam, als würde die Wirkung... Stimmt etwas nicht mit mir? Es ist die Macht, die ihr fühlt. Zu wenig Zeit ist vergangen, als dass ihr sie vergessen könntet. Ich will das nicht. Nicht schon wieder, nein. Das ist fast ein Jahr her. Ich hätte es... Okay. Wendet euch nicht ab. Horcht. Spürt ihr das Echo in euch? Kommt. Ich führe euch auf vertraute Wege. Ihr werdet die Macht brauchen, wenn ihr von diesem Ort entkommen wollt. Je mehr Erfahrung du sammelst, desto stärker wird deine Verbindung zur Macht. Im Aufstiegsbildschirm kannst du deine Machtfähigkeiten auswählen. Okay, hat die Granate die jetzt alle umgelegt? Und das Geräusch war auch irgendwie... Ah! Ja, Level Up. Automatisch Level. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Da hatte ich schon mal am Anfang bei der Charaktererstellung ein bisschen die Möglichkeit gehabt, mich hier reinzulesen. Und ich werde, denke ich, weiterhin Sprengstoff, Bewusstsein... Ja, ich gehe weiter in Sicherheit. Ich tue nochmal auf Verletzte heilen ein bisschen. Ich nehme an, damit kann man diese Fähigkeit verbessern, die Wirkung von Medikits. Je besser diese ausgebildet ist, desto mehr Gesundheitspunkte werden wiederhergestellt. Ja, ich denke, ich mache das so. Okay. Talente. Du hast diesem Level folgende Talente freigeschaltet. Machtempfänglichkeit. Unbewaffneter Spezialist. Also mit Blaster möchte ich ja erstmal so oder so nicht kämpfen. Genau. Ich denke... Verbleibende Talente. 1. Vorsicht. Voraussetzung keine. Dieses Talent gewährt einen Pluspunkt auf die Fähigkeit Sprengstoffkennzeichnung. Nein. Plus 2 auf Überreden und Bewusstsein. Verletzte Heilung. Ach komm, dann nehmen wir doch das. Ich würde gern das haben. Okay. Kräfte. Da haben wir die Machtkräfte. Oh, da haben wir ja ganz schön einige zur Auswahl. Geschwindigkeitsschub, schneller laufen, Machtaura, Energiewiderstand, Angst. Ja, komm, ganz klassisch hier, Schock mit den Machtblitzen und so. Machen wir doch, oder? Ja, das machen wir. So, annehmen. Jedi-Hüter, Stufe 2. Tipptopp. Ah, 2 Granaten, Medikits und Tarnfeldgenerator. Ich nehme an, damit kann man sich unsichtbar machen. Komm, hau mal auf hier. Zerbrochener Gegenstand und nochmal 2 Granaten. Von den Druiden bekomme ich nichts. Dann geht's weiter. Ja, jetzt verstehe ich. Wähle über das zweite Symbol des Zielmenüs eine friedliche Machtfähigkeit aus und aktiviere diese mit einem Linksklick. Einige Fähigkeiten schaden nur einem Gegner, andere haben einen was vorgegebenen Wirkungskreis. Machen wir doch so, so, so. Tipptopp. Okay. Ich denke mal, wir werden hier mal diesen Raum erkunden. Machen wir doch so hier. Ich denke, das geht schnell. Ja, langsam habe ich es in den Griff. Oh. Verschlossene Tür. Ich denke, ich werde mal schauen, was wir hier so finden. Oh. Hinter dieser Tür lebt noch jemand. Seid vorsichtig. Endlich mal was. Anderes als irgendwelche Droiden oder alte Frauen, die mir in den Kopf reinsprechen. Okay. Aber ihr habt nichts vor ihm zu befürchten. Er könnte sich noch als nützlich erweisen. Na dann. Wie kann ich die Tür aufmachen?
Über diese Tür können Profilisten das magnetisch verriegeln. Vielleicht gibt es in der Nähe eine Konsole, mit der sie sich öffnen lässt. Das ist sie nicht. Okay. Los geht's. Auch keine Konsole. Ach Gott, sind die viele Wege. Ich hoffe, man verläuft sich hier nicht. Kann man das auch? Ich frage mich, ob man dieses Feld da oben auch verschieben kann. Medikit nehmen. Kampf. Ah, ich habe nicht mehr genug Macht. Irgendwas zu. Medikit. Jetzt habe ich Pause gedrückt. Also, hier haben wir eine Konsole. Verwaltungscomputer. Code eingeben, um Vorgang abzubrechen. Was denn für ein Code? Und wo soll ich denn den eingeben? Diese Konsole ist mit einer aufwendigeren Verschlüsselung geschützt. Ohne Zugangscode kannst du sie nicht knacken. Schaltung. Okay, also das ging wenigstens. Erfahrungspunkte erhalten. 100 Stück. EP. Ei, das Inventar sammelt sich aber ganz schön. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir da hinten finden. Oder wen wir so da hinten finden. Nettes Outfit. Habt ihr Minenarbeiter seit dem letzten Mal eure Uniformen verändert? Oh, du bist ein Bastard, das weiß ich jetzt schon. Ich habe für sowas keine Zeit. Sag mir sofort, was hier geschehen ist. Bevor oder nachdem dieser Jedi aufgetaucht ist? Na, das ist schnell erzählt. Du weißt ja, was passiert, wenn ein Jedi auftaucht. Ehe man sich versieht, läuft die halbe Republik auf dem Schiff rum. Aber es wird noch besser. Einige Minenarbeiter beschlossen, sich das Kopfgeld, das die Exchange auf lebende Jedi ausgesetzt hat, unter den Nagel zu reißen. Schließlich war der Jedi ja bewusstlos. Tja, aber die sogenannte Obrigkeit war von der Idee alles andere als begeistert. Und es kam zum offenen Kampf. Schließlich gab es eine große Explosion. Danach habe ich hier eine Ewigkeit darauf gewartet, dass ein halbnackter Minenarbeiter auftaucht und mir Fragen stellt. Okay. Die Exchange gibt das Kopfgeld für gefangene Jedi. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht will die Exchange einen Jedi als Trophäe. Oder jemand hat was gegen Jedi und hat beschlossen, sie zu sammeln. Es gibt nicht mehr viele Jedi. Das Kopfgeld ist sicher ziemlich hoch. Nicht mehr viele Jedi? Was ist mit ihm passiert? Die Jedi, die nicht im Bürgerkrieg getötet wurden, haben ihr Lichtschwert längst an den Nagel gehängt. Angeblich haben sie sogar den Jedi-Rat dicht gemacht. Jedi-Bürgerkrieg? Die Jedis kämpften gegeneinander? Ja, Revan, Malak und die Jedi, die in den Mandalorianischen Kriegen zu ihnen stießen. Sie wandten sich gegen die anderen Jedi und hätten fast die Galaxis vernichtet. Hey, wo wart ihr denn? Ich hab geschlafen, mein Bruder. Ich hab genug gehört. Ich möchte... Revan's Schicksal ist mir egal. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Was als nächstes geschah? Ja, ich hab genug gehört und möchte euch etwas anderes fragen. Hey, nichts für ungut. Aber dieses seltsame, halbnackte Verhör ist nicht gerade... Hey, Moment mal. Du bist dieser Jedi, den die Minenarbeiter meinten. Wo sind sie denn alle? Tut nicht so, ihr müsst gesehen haben, was passiert ist. Ich sitze hier ja fest. Hör zu, ich habe ein paar Explosionen gehört, Alarmsirenen, dann kam Giftgas aus den Lüftungsschächten. Vielleicht hat keiner von ihnen überlebt. Und wenn sie alle weg sind? Hey... Lass mich raus, dann kann ich dir helfen. Ich war schon oft in schwierigen Situationen. Ja, das glaube ich dir. Ah, überreden. Erklär mir euren Plan, dann sehen wir die weiter. Die Anlage ist keine militärische Einrichtung. Das könnte unsere Chance sein. Schalte das Sicherheitsfeld der Zelle ab. Anschließend leite ich die Notsysteme um, damit wir zum Hangar kommen. Wir nehmen ein Schiff und verschwinden von hier.
Okay, das hört sich nach einem Plan an. Sag mir einfach, was ich tun soll, dann sehen wir weiter. Ah, ich hoffe jetzt den Käfig. Okay, gut, das ist gut hier. Ich öffne jetzt den Käfig, wenn ihr weg wollt. Großartig. Okay, gehen wir zur Kommandokonsole. Na dann los. Da wären wir. Diese Konsole ist auf Automatikalarm gestellt. Vielleicht hast du schon gehört, als du reinkamst. Die Asteroidenkarten werden ständig aktualisiert. Sobald sich ein Schiff nähert, wird automatisch ein Alarmsignal übermittelt, damit sie nicht zwischen die Asteroiden geraten. Die Schiffe halten ihre Position, bis die Anflugdaten und die Landeanweisungen übermittelt wurden. Und weißt du was? Man kann das Signal auf diese Konsole hier reflektieren. Und schwupps haben wir Zugriff auf das Kommunikationssystem. Junge, du hast deine Finger ein bisschen falsch. Bingo! Die Konsole gehört uns. Jetzt müssen wir nur noch die Turbolifte reaktivieren. Die Notfallabriegelung... Hey! Wenn ich noch mehr schlechte Nachrichten höre, laufe ich an. Das System wurde vom Hub getrennt. Nach einer Remote-Deaktivierung. Ich kann es nicht mehr umleiten. Schöner Mist. Reparieren, das ist kein Standardprozess. Nein. Jemand wollte diese Ebene abriegeln und uns hier einsperren. Okay. Es muss eine Möglichkeit geben, die Abriegelung zu widerrufen. Wohl kaum. Die Kommunikationssysteme funktionieren zwar wieder, aber das nützt in einem Vakuum nicht viel. Mal sehen, ob wir jemanden erreichen. Nur zu. Mehr können wir sowieso nicht tun. Viel Glück. Ah, wieder einen dunklen Punkt. Neuen Tagebucheintrag. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Machen wir jetzt erstmal hier einen kleinen Cut und dann geht es sonst im dritten Part weiter. Und würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und ciao.